Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Und da sind die Zombies. Okay. Die Typen gehen mir auf den Sack. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die. Auf jeden Fall die. Die wären cool. Die wären cool. Die wären cool. Haben wir Wasser-Zombies? Wir haben auch Wasser-Zombies. Wir haben auch Delfin-Zombies. Ach du Scheiße. Okay. Ja. Pops Tyros and hurt Zombies to step on it. Spikeweed. Natürlich auch gelb. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht, was wir nehmen. Ach so, das müssen wir ja auf jeden Fall noch. Wir müssen jetzt gucken, ne? Das haben wir eigentlich nicht so gebraucht in der letzten Runde. Ich weiß nicht. Ich würde gern den noch nehmen. Einfach nur noch als zusätzliche Sicherheit. Jetzt müssen wir natürlich auch auf die... Wo die Nüsse hin, die kriegen wir eigentlich auch hin. Darauf zu sparen. Ich meine, an Sonnenlicht mangelt es ja nicht. Es mangelt eigentlich immer nur an... Ja, dem Delay. An dem Delay-RP mangelt es meistens. Oh Gott, der war schlecht. Kriegen wir noch eine? Nee, kriegen wir nicht. Na komm, dann pflanzen wir die erstmal hier. Machen wir die erstmal P-Shooter hin. Die Sonnenblume hätte ich schon gern noch gepflanzt. Die dritte und vierte und... Einfach die ganzen Reihen hier hinten müssen einfach voll werden erstmal. Setze ich das jetzt... Könnte ich hier ganz vorne sitzen. Okay, das war ein bisschen fail. Aber egal. Kriegen wir auch hin. Na komm. 50. Ja. Da ist er. Und noch mehr Sonne für mich. Hier noch eine Sunflower. Brains. Und... Hier noch eine Sunflower. Oh, da unten kommt der nächste Zombie. Aber mit dem Sonnenlicht sieht es jetzt schon mal ganz gut aus. Das kriegen wir hin. So, Sonnenlicht. Mehr Sonnenlicht für mich. Hier können wir den wieder hinstellen. Dann kommen hier die Nüsschen hin. Ja, ich hätte einen weiter vorsitzen müssen. Scheiße. Egal. Egal, kriegen wir. Zack. Wir müssen langsam mal auch so eine große Nuss bauen. Genau deswegen. Hier hin? Hier hin. Genau. Hab ich richtig eruiert. So. Okay. Hier muss auch einer hin. Dann kann ich jetzt die davor auch schon bauen. Hier müssen auch noch überall Sonnenblumen hin. Kriegt der den down? Dann machen wir so. Hier müssen noch Sonnenblumen hin. Sonnenblumen, mehr Sonnenblumen. Sie sehen irgendwie so niedlich aus. Garr. Okay. Da oben würde ich jetzt mal behaupten, müsste noch ein P-Shooter hin. Die dürften den aber down kriegen. Das dürfte jetzt kein Problem sein. So, okay, da unten steht schon ein größere Nuss. Da kommt der nicht drüber. Das ist halt jetzt echt cool, dass die da nicht drüber kommen, finde ich. So und so. Okay, die Tangle Kelps stehen. Das heißt, hinter die Nüsschen können wir jetzt auch anfangen. Obwohl, ich muss ja auch erstmal die P-Shooter überall bauen. P-Shooter. Ein Geld. Weiter. Oh, wir haben schon fast 5000. Ich weiß gar nicht, für wie viel wir uns den nächsten Slot dann kaufen können. Ich glaube, das war ein bisschen mehr. A huge wave of zombies is approaching. Okay.
glaube, ich habe mich gerade ein bisschen verplant. Komm schon, Reloader. Danke. Ja, wenn hier jetzt eins wegkommt, kann ich es ja auch neu bauen. Das ist ja egal. Ich muss die dann sowieso irgendwann abreißen. Weil da ja größere... weil da hier ja größere Nüsschen hinkommen sollen. Und dahinter kommen diese Chomper. Okay. Hier kommt der hin. Hier kommt das Nüsschen hin. Also es läuft gerade. Es läuft auf jeden Fall. So, der Emma-Zombie wird auch gefressen. Du wirst gefressen, weil du es einfach nicht drauf hast. Ich kann nicht singen. Ist aber auch egal, haha, weil ich hab Sonnenlicht und das macht mich fröhlich. Yay. So. Hier einmal den hin. Und dann kommt hier noch eine große Nuss hin. Und dann müssen wir noch... Oh. Dankeschön. Müssen wir nur noch eine einen Chomper bauen und dann sind wir gut ausgestattet, würde ich mal meinen. Und jetzt müssen wir Sonnenlicht sammeln für die, für unsere Spezialangriffe. Ja, du kannst ruhig kommen. Das macht mir gar nichts. Wir können dann die Nuss hier zum Beispiel nochmal austauschen dann später. Das können wir ja auch nochmal machen. Du kommst gar nicht erst dran, mein Freund. Und du auch nicht. So. Da dürfte jetzt noch einer kommen, ne? Tinglecat müsste sich aufladen. Du auch nicht. So. Der ist auch down. Oh, das ist die vorletzte Wave. Haben wir hier mal eine neue Nuss hin. Schwupps und weg. So, wir brauchen uns nämlich dazu kümmern. Die Map war eigentlich ganz gut gelöst, würde ich mal behaupten. Und für die Final Wave haben wir auch noch zwei Explosive. Dann läuft also. So, wenn wir jetzt, selbst wenn wir hier keine Tangle-Kelps haben, werden die sofort gefressen von den Chompern. Zack. Du wirst aber trotzdem mal schnell runtergezogen. Oh, 5000. Gucken wir dann mal in den Shop, ob wir uns irgendwas leisten können. So, muss ich hinsetzen hier. Okay, 1000 Sonnenlicht, das reicht auf jeden Fall. Ja. Müssen wir jetzt einfach nur noch ein bisschen aushalten. So nicht. Heute nicht. Heute wird hier keine Eisbahn gelegt. Ich müsste mal an den Seiten irgendwie so ein bisschen so eine Grafik hinterfügen. So ein bisschen mit Pflanzen oder sowas, keine Ahnung. Mit so ein Plants vs. Zombies Logo. Weil irgendwie sieht das so leer aus mit den schwarzen Balken. Mal gucken, ob ich was finde. Vielleicht habe ich es ja nächste Folge schon. Aha. Nom. Ihr könnt mich alle mal. Ihr könnt alle nichts. Ihr seid alle Noobs. Noobs, Noobs, Noobs. Kopf ab. So. That's my plans. Und 2000 Sonnenlicht. ETF. Und noch mehr Geld für mich. More Geld for me. So. Noms. Okay. Wo kommen die Dinger?
Hier kommen die Dinger. Da kommt bestimmt noch einer. Diese, die können auch nicht drüber springen und ich finde das so geil. So. Ja, ja, ihr könnt mich alle mal. Ihr seid alle Noobs, Noobs, Noobs. Ah, das wird mir gerade ein bisschen zu viel hier, deswegen ich sag mal tschüss. Bye, bye. Und ready. Oh, musste ich gar nicht. Egal. Mehr Geld. Hallo. Wie hier, you were having a pool party. We think that is fun. We'll be right over. Sincerely, the zombies. Ja, da würde ich mal sagen, die Zombies besuchen uns im nächsten Level. Und wir sehen uns auch im nächsten Level wieder. Bis dahin.